Das wird spannend. Udo kommt gleich. Der wird ausflippen. Boah, ich mich schon drauf. Sind auch alle Tiere da, ne, am Platz, ne? Boah, ey, was stark. Tieren los. Rierentraining. Football-Training, Udo! Hey, das ist Fußballplatz! Die Leute müssen noch trainieren! Ich hau dir ein Windelbein! Ich hau dir aus dem Pampers raus! Die haben heute Football-Training! Ja, aber du kannst doch, das ist Fußballplatz! Mir muss die Linke ziehen! Ich hau nicht ganz an mich! Ich hau dir gleich Windelweich! Was ist denn? Nee, kannst du nicht einfach... Warum denn nicht auf deinen Rasen? Weil die trainieren müssen, Udo. Ja, dann soll ich doch auf deinen Rasen. Die haben doch sich bestimmt selber einen Platz. Ja, aber die wollten mal hier trainieren. Ja, weil du dich einfach irgendwann wieder angeheuert hast. Bist du denn so sauer? Hey, ich muss hier mit diesem Platz fliegen. Du machst den anderen und lässt alles auf meinen Platz machen. Ja, lass dir beinahe auch noch mal mit. Ich mach den ganzen Rasen kaputt. Ich dachte wirklich, du freust dich. Worüber soll ich mich da freuen? Wo sind 30 Verrückte auf dem Sportplatz, die sich bald schlagen hier? Und dann soll ich mich drüber freuen. Hurra oder was? Langsam! Aus 16er raus! Das war von uns gesperrt! Ey, wieso habt ihr das nach hinten gelegt? 16er haben wir Gras gesehen, da dürft ihr nicht hin. Warum machst du das? Ja. Ja. Ich dachte, du freust dich ein bisschen. Ja, ich freue mich über alles. Ich freue mich. Ich kotze gleich in einen Strahl, das glaubst du nicht. Geht mir nicht in den 16er, das sage ich euch. Dann hau ich euch alle die Ampelbeine lang. Das ist frisch! Ich bin wahnsinnig mit dir. Du, guck mal, das haben wir frisch angesehen. Mann, was lässt du hier alles zu? Kannst du mir denn mal sagen, warum macht der Vorstand das alles mit dir mit? Und dann auch noch schön Wilfried auf deine Seite. Wenn die den Platz kaputt machen, dann gehst du dabei ab Montag. Das sage ich dir. Aber nicht die beiden, du alleine. Mit Hake, Schippe und machst hier alles wieder dicht. Und du, danke. Bitte. Ja. 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 Wollten dir eine kleine Freude machen. Ja, aber doch nicht mit dem Footballteam. Alles, was du hier anschleppst, das ist kein... keine Freude. Kannst mir besser eine Torte in der Mitte hinstellen. Da freue ich mich drüber. Wilfried hat sich gewünscht, das hier mal zu sehen. Und, ja, habe ich auch. Ja. Ich bin richtig glücklich. Ja, dann lauf dir doch um den Rausen, wenn du ansagst. Bei dir im Garten. Die haben ja keine Schuhe mit Noppen an, Dinger an. Du hörst so einer Noppen, weißt du was? Den Noppen mit trotzdem alles, den Mund noch aufsprinten. Kommst du eigentlich auf so eine blöde Idee? Ganz ehrlich, wenn das so wieder geht, dann können sie mich hier wegbringen. Echt. Wohin? Ja, da weiß ich noch nicht, aber nicht mehr hier. Mir kommt ihr morgens her. Wir Linie ziehen für das Spiel morgen. Was eigentlich auch gar nicht mehr mein Aufgabenbereich ist. Aber weil sie hier nichts hinkriegen, dann bin ich geout. Und dann holt er hier so einen Trupp Footballspieler. Lano Blöde. Das Schönste ist, wir haben auch noch ein Trikot für dich. Du spielst eine Runde mit. Hey, ich hab Knochenschmerzen. Wovon hast du denn Knochenschmerzen? Vom auf dem Sofa liegen oder was? Ja, ich hab kein Bett mehr. Der ist abgebaut worden. Komm erst übernächste Woche in mein Bett und ich lieg jetzt nur noch auf Matratzen. Weißt du, was das heißt für einen alten Mann? Guck mal, Kranwagen kannst bestellen, dann hochkommst. So Jungs, jetzt hört mal auf deine Mittellinial. Da ist ja mal gar kein Gras mehr. Die haben keinen Trainingsplatz gehabt. Ja, und dann machst du das zur Verfügung hier. Das ist mein Platz. Den muss ich pflegen. Und du bist doch der Erste, der danach bei Vorstand... Ich muss gucken, was Udo wieder dahinterlassen hat. Was Udo wieder hinterlassen hat. Der macht gar nichts mal. Und jetzt kommt mal mit. Hier, mein heiliger Rasen. Ich kenn dich. Du bist so. Hast zwei Helfer. Selber stehst du blöd daneben an. Ist aber doch dennoch schön, sowas mal zu sehen. Ja, aber nicht hier auf dieser Anlage. Mir kann das wohl kurz am Fernseher angucken, aber dann nicht mir hier auf der Sportanlage. Da steht man dumm, da ist schon wieder ein Riesenloch. Welcher Pappnase war das? Oh, das sind aber gefährliche Jungs. Da bleibe ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger und noch ein bisschen Abstand halten. Habt ihr ein Trikot für Udo mit? Nee! Hey. Eine Runde, Udo. Udo, eine Runde. Nein! Udo, das hast du dir immer gewünscht. Ich bin 56, ich bin gleich kaputt. Du hast dir das immer gewünscht, Football zu spielen? Nein. Hast du wohl? Nein. Nein! Ja, quer die Maränie.
Ey, die hauen mich platt, Wilke. Aber geil ist, dass du sowas auch immer mitmachst. Das muss man dir wirklich lassen, Udo. Ja, weil ich ja auch da noch Spaß dran habe. Ich will das ja mal ausprobieren. Liebe Zuschauer, dafür auch gerne mal ein Hashtag Ehren-Udo in die Kommentare, weil... Weil ich mitmache. Weil du, aber ist aber auch geil. Und du wärst so ein richtiger Quarterback, so ein Star-Quarterback in der NFL. Mir ist jetzt Quarterback und ich glaube, wenn das im Fernsehen gezeigt wird, dann werde ich noch von der amerikanischen Football-Liga zurückgeholt. Und dann? Ja, mal lieber, dann renne ich alles platt. Vernünftig mit mir umgehen! Udo! Es findet hier alles auf Englisch statt. Was kannst du auf Englisch noch sagen? Coffee. Oh, aua! Wir spielen jetzt iRide 24 Power Dive. Und was ist das? Du rennst zwischen den dicken Leuten durch. Hey, die halten mir den Weg frei. Ja. Da ist einer bei, da komme ich nie wieder. Du musst mit dem Ball losrennen, nicht aber weg. Aber der hätte mich doch platt gemacht. Ey, halt mich in 79 vom Leib. Ich habe wieder auf mich zu, die 76. Ich mach dich fertig. Was? Das geht nicht! Was denn? Die Löcher. Information! Ready! Was hast du zu 79 gesagt? Nix. Ich sag's dir! Udo, den machst du weg. Udo, du bist die flinke Ameise aus dem Felde. Den machst du ja wohl. Nimmst den Ball, ja. Rennst los, durch die Mauer durch. Ja, ich komm noch einen Meter weiter, bin ich kaputt. Und auf! Udo! Hier, guck ihn, wie er den ausgedribbelt hat. Was ist denn Arschlöcher? Ball auf mich zu! Ja, weil du die flinke Ameise aus dem Felde bist. Oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Udo! 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 Ducks, can you hear me? Yes! Ducks, can you hear me? Yes! Oh, 1, 3! 1, 2, 3! Oh, wow. Das war's heute mit Udo und Wilke Video. Lasst einen Daumen da nach oben, klickt auf Gefällt mir und teilt das Video. Wenn ihr nämlich fleißig teilt, dann unterstützt ihr uns damit. Es ist Schluss mit lustig, wir müssen jetzt Trainingsplatz für Damen vorbereiten.